Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy 13 2. So, erst einmal, wir haben im letzten Part nochmal Longui probiert. Das, wie ihr gesehen habt, war, eine ziemliche Katastrophe, würde ich mal sagen. Wir werden den auf jeden Fall später nochmal probieren. Ich habe mir gedacht, dass wir in diesem Part hier in Academia, wie ihr sehen könnt, noch das letzte Portal öffnen. Das fehlt uns bisher und danach werden wir uns wahrscheinlich in Noerba ein bisschen umschauen. So, zuerst gehen wir jetzt hier rein. Time and memory, frozen in crystal. The Proto-Falci has run amok and turned against the very people it was built to protect. The citizens of Academia are being transformed into Seeth, and Yule is slain by one of the monsters. Amidst the chaos, Caius appears before Sarah and Noel, goading them on. What does he want? Is this an elaborate trap? The pair enter another gate, hoping to find answers on the far side. Gut, also ich muss sagen, ich bin, nicht unbedingt überfordert, aber ich weiß nicht, so in den anderen Final Fantasies, man hat eine Aufgabe erledigt, hat das abgeschlossen, hat im Kopf damit auch abgeschlossen und hat sich der nächsten zugewendet. Wenn ihr Knacken im Hintergrund hört, das ist übrigens meine Katze, die gerade jetzt Trockenfutter essen muss. Auf jeden Fall, hier ist es immer so ein bisschen hin und her gespringen, man muss da nochmal hin, aber kann erst zu einem späteren Zeitpunkt dorthin und ich bin ein bisschen durcheinander, muss ich sagen. Deswegen werden wir uns jetzt erstmal das ganz Offensichtliche zuwenden, wie jetzt hier dieses Portal öffnen. So, und wir schauen mal auf der Karte, ob wir... Oh, das ist keine Karte. Hier, das müsste die Karte sein. Wir schauen mal auf der Karte, wo das nächste Portal sein müsste. Da waren wir drin, ne? Hier oben haben wir uns noch gar nicht alles angeschaut. Kommen wir da überhaupt hin? Moment. Das waren alles Kisten. Was ist das hier? Das ist kein Portal. Hier ist noch ein Portal, sehe ich gerade hier unten. Da würde ich sagen, gehen wir mal hin. So. Ich hoffe, wir werden jetzt nicht mehr so oft angegriffen, nachdem das mit Caius und so weiter eigentlich beendet ist. Oh, wer ist das? Achso, das sind die ganzen Menschen, die hier waren. Alle tot. Oh, ich muss mich erstmal an diese relativ schnelle Bewegungen gewöhnen. So. Ich hoffe, ich komme jetzt über diesen Weg dahin. Wir gehen hier runter. Moment. Ach, das geht gar nicht. Sind da unten Monster? Nee, das sind normale Menschen. Okay. Wie komme ich jetzt da? Ah, hier kann ich runter. Nein, hier kann ich auch nicht runter. Moment, lasst mich kurz schauen. Wahrscheinlich... Ich muss ja jetzt irgendwie gucken, dass ich hier runterkomme. Das klappt nicht, Junge. Probier's nicht weiter. Ach ja. Nee, es muss ja hier so eine Art Portal geben, wo man dann lang kann. Hier geht's nicht lang. Die ruhigere Musik gefällt mir besser. Die macht einen nicht so unruhig. Hier konnte ich auch nichts aktivieren. Nee. Ja, wo können wir hier runter? Was? Ach, die verrecken gerade noch. Okay. Ah ja, gut. Nein, hier kann ich auch nicht runter. Hä? Gibt es überhaupt einen Weg, wo ich runterkomme? Die liegen doch schon alle seit Ewigkeiten hier. Moment. Ich muss ja eigentlich wieder am Anfang dieses Ortes kommen. Da kann ich wirklich nicht lang. Hier ging auch nichts. Ich gehe mal an ihr hier vorbei. Achso, nee, das ging ja auch nicht, wie gesagt. Ja, sie wird mir auch nichts sagen können. Das verstehe ich nicht ganz. Also hier kommt man nicht runter. Ach, guckt mal, da hinten sind immer noch Gegner. Das ist doof. Moment, vielleicht muss ich einfach diesen Ort übers Portal verlassen und dann wieder rein, weil ich bin ja, glaube ich, hier einfach nur von dort aus in die Chronosphäre. Irgendwie war da mal was, dass man, wenn man von hier aus in die Chronosphäre geht, an derselben Stelle auch wieder anfängt.
Nee, hier ging es echt nicht lang. Naja, schauen wir mal. Ja, wir wollen dort zurück. Ach ja, ich hoffe, das klappt jetzt, weil wir müssen doch irgendwie das zweite Portal noch aktivieren. Und ich weiß nicht, also irgendwie ging das jetzt hier nicht zurück. So, jetzt probieren wir es nochmal. Bla bla bla. Jetzt müssten wir eigentlich woanders starten, oder? Müssen wir mal schauen. Wie gesagt, ansonsten machen wir Werber oder was auch immer. Und weil dort haben wir noch ein paar, also da haben wir noch ein Portal, was wir öffnen können, und wir haben noch 9 Artefakte, was wir finden können. Das wäre, denke ich mal, der nächste Weg. Nein, wir sind schon wieder hier. Verdammt! Das gibt's doch nicht. Sekunde. Ich will noch mal was schauen. Also hier geht's nur hochwärts. Es muss doch irgendwo was geben? Oder? Nee, nicht das. Ach Gott. Wie springe ich denn noch mal? Ah. Nee, das geht nicht. Mein Gott. Die sterben die ganze Zeit im Hintergrund. Okay, hier ging es ja wie gesagt gar nicht weiter. Was irgendwie schade ist, weil... irgendwo muss ich doch mal hier runterkommen. Das verstehe ich nicht ganz. Habe ich das jetzt verpasst einfach, das Portal? Und es geht jetzt nicht mehr, oder? Das wäre ein bisschen dumm. Hier ist auch nichts, was man anwählen kann. Das hatte ich ja schon probiert. So. Hier unten konnte ich nicht rein. Das kann man auch nicht anwählen. Hier komme ich nicht runter. Ja, da ist nur sie. Und hier komme ich auch nicht runter. Das ist dumm. Okay. Nö, dann gehen wir einfach zurück in die Chronosphäre. Ich gehe jetzt wieder übers Portal. Und, ja, dann werden wir uns erstmal Werber widmen. Es geht ja nicht anders. Weil eigentlich, man sieht ja ganz deutlich hier unten... Ups. Hier unten ist das Portal. Ja. Und das habe ich wahrscheinlich noch nicht aktiviert, so wie es aussieht. Und hier auch, überbringe die erkundeten Karten. Ja, ich komme ja aber gar nicht mehr hier hin. Ach Mensch, Katzen. Ach ja, ja, ja. Naja, egal. Dann werden wir jetzt, wie gesagt, Werber machen. Vielleicht kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt wieder hier lang. So, okay. Ja, Werber. 9 Artefakte können wir kriegen. Das ist, scheint wieder sehr viel, aber beim letzten Mal, Werber, war es ja so, dass wir pro erobertes Gebiet irgendwie dann immer so ein Artefakt bekommen hatten. The village of Werber is returned to how it once was. The strange distortion that threatened to swallow it is safely dispelled. But here and there, small fissures in space still remain. These fissures confound scientists. Are they a type of gate? Are they singularities in the process of giving birth to incomplete space-times? One thing is certain. Beyond them is a place that means a great deal to a certain little flying friend. Okay. Müssen wir mal schauen. Also wir haben jetzt, wie gesagt, Werber vor uns. Anscheinend hat es was ein bisschen mehr mit Mokri zu tun. Müssen wir mal gucken. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ah, die Ladezeiten nerven schon ein bisschen, so wenn ich jetzt an die anderen Spiele mittlerweile denke. Hey Mog, where do you come from? Where's your hometown? Do you have family somewhere? I don't know, Kubau. I've been all by myself since I can remember, Kubau. I see. Well, do you at least know why you were in Valhalla? That's a mystery too, Kubau. I was wandering through the void beyond, and I ended up there, Kubau. It was terrible in Valhalla. It was, Kubau. Kubau. But then lightning found me and took me in. So in the end, everything worked out, Kubau.
I see. So that's your plan, huh? You go where the wind takes you. I never thought I'd say this, but I'm kind of jealous. Kubo? I'm a rolling stone, Kubo. Ja, wahrscheinlich werden wir jetzt rausfinden, wo jetzt die Heimat oder was die Heimat von Demokri ist. Ich werde jetzt aber, glaube ich, erstmal, Moment, die Klamotten wechseln. Ich glaube, wir haben das schon ewig lang dran gehabt. Und was machen wir denn Schönes? Ihr könnt eigentlich mal in die Kommentare schreiben, als was ihr den Mock gerne haben wollen würdet. Oh nee, das sieht komisch aus. Inkognito war schon ganz cool, aber wir gucken mal weiter. Oh Gott. Das sieht lustig aus. Oh, das ist ganz knuffig. Ah, der Panda, ich glaube, den hatten wir aber schon mal. Oh ja, wir machen den Weißmagier-Mock. Genau. So, Noel kann wieder seine Kampftracht mal anziehen. Das hat er schon lange nicht mehr gehabt. Und Sarah nimmt sich... auch Weißmagier? Ja, machen wir auch Weißmagier. Das sind die halt Duo. Ich bin nämlich momentan Final Fantasy 14 am Spielen und da bin ich auch Weißmagier und ja. Gut, wir schauen mal. Hier hinten gibt's diesen bösen, fiesen Chocobo, der immer so viel futtert. Die brauchen wir jetzt eigentlich nicht ansprechen, da brauchen wir jetzt nichts Besonderes. Ja, mal gucken. Oh nein, es gibt wieder Kämpfe. Ich möchte aber jetzt erstmal nicht wirklich kämpfen. Fragt sich nur, wo wir jetzt hin müssen. Kann ich jetzt hier vielleicht rein? Mal schauen. Scheint nicht so. Okay, Rex, schnell hier vorbei. Dann werden wir mal schauen, dass wir vielleicht hier oben irgendwie... keine Ahnung. Mal finden, wo wir hin müssen. Da zum Beispiel, das sieht mir sehr anders aus. Da gucken wir mal, was das ist. Untersuchen. Ob wir jetzt wieder diese Raumzeitverzerrungen lösen müssen? Es sieht so aus. What is this place? It looks, I don't know, unfinished. It's like someone started to build something and then gave up halfway through. You're absolutely right, Kubo. The time labyrinth is an incomplete space, Kubo. How do you know that? Or better yet, who did you hear that from? Did your friends back home tell you about it? Hey, Mog, are you absolutely sure you don't remember anything about your past? Not a single thing, Kubo. Okay, behebe die Anomalie. Fragt sich nur, was für eine Anomalie? Ach so, okay. Ach herrje, wie war denn das nochmal? Lux, wartet. Okay. Wie war denn das nochmal? Musste ich... ah, ich musste A drücken. Okay. Das und das? Oder musste ich gedrückt halten? Ah, ich musste gedrückt halten. Okay. Entschuldigt, ich musste erstmal jetzt wieder überlegen. So, da haben wir das. Dann nehmen wir das. 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 Ne, Moment. Das. Was haben wir jetzt noch? Oh, die Zeit ist vorbei, oder? Ja, ich musste jetzt erstmal wieder reinkommen, was man jetzt hier eigentlich machen muss. Okay, wir müssen diese Sachen alle zusammen verbinden. Okay, das haben wir schon mal. Dann brauchen wir... Lauf, das. Dann machen wir das. Oh, das hat sich jetzt gewechselt. Das. Dann machen wir das hier noch. Das. Das. Und das. War's das? Ja, das war's. Super. Okay, dann können wir wahrscheinlich jetzt weitergehen. Rätsel 1 ist gelöst. Okay, jetzt kommt's zum nächsten Rätsel.
Okay. Schauen wir mal. Also, wir machen erstmal Wilkes. Gott, das ging mir jetzt zu schnell. Das, dann werden wir jetzt schnell rennen, das machen. Dann können wir das hier machen. Das. Dann hier drüben. Oh Gott, wo ist ein Orange hin? Okay, grün, 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 grün. Schnell. So. Orange ist wieder hier unten. Und dann brauchen wir hier schwarz. Och nee, Zeit vorbei. Egal, ich krieg das schon hin. Ja, wir wissen es, was wir machen müssen. Okay, erstmal. Oh shit, das war das Falsche. Na ja, das hier. Dann, wie gesagt, das hier. Dann das hier. Das hier. Dann machen wir die beiden hier oben. Dann machen wir das Rote hier unten. Schnell, 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 schnell. So. Dann das Gelbe. Und das, oh, schnell Schwarze. So. Das haben wir geschafft. Das ist zum Glück noch ziemlich einfach. So, dann gehen wir mal zum nächsten Rätsel. Ich frage mich überhaupt, wie viel es jetzt hier gibt. Behebe die Anomalie. Oh, da müssen wir viel laufen. Okay, okay, Moment, Moment. Okay, okay, orange. So. Dann haben wir hier rot. Rot ist... Rot gibt's gar nicht, das ist mies. Sekunde, oh nein, die Zeit, die Zeit, die Zeit. Hier ist grün. Grün, renn, 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 renn. Haben wir geschafft. Okay, das ist sehr gut. Dann haben wir jetzt hier weiß. Weiß ist hier mit. Super. Dann haben wir schwarz. Das muss ja hier drüben irgendwo sein. So. Dann haben wir diese beiden hier. Diese beiden hier. Das hier. Oh Gott, schnell. So. Geschafft? Ja, geschafft. Puh, meine Güte. Okay, dann weiter. Rätsel Nummer 3 ist gelöst. Oh, es gibt noch eins. Okay. Ja, es ist auch wieder viel Renner, aber es geht. Es geht. Moment, Moment. Jetzt muss ich erstmal zwei gleiche finden. Das sind zwei gleiche. Das sind zwei gleiche. Das sind zwei gleiche. Dann weiß ist hier drüben. Hops, hops, hops. Dann da das Gelbe. Ach nee, hier machen wir erstmal das Lila, ne? Da sind wir wenigstens das schon mal los. Dann hier das Grüne. Die zwei Orangen. Und dann hier die Schwarzen. Das war einfach. Gut, das haben wir auch geschafft. Und weiter. Anomalie behoben. Ja, wir haben es geschafft. Und oh, das macht voll Spaß. Also ich bin gern neuerbar, wenn es immer so ist. Wir haben das Fragment Blutstein bekommen und 500 Kristallpunkte. War das so einfach? Nein? Nicht wirklich. Okay, also ich werde jetzt an dieser Stelle erstmal den Part beenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ich hoffe, dass wir wieder so ein paar Rätsel machen können. Übrigens gefällt mir das White Mage Dress total gut. Okay, dann wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß noch und ciao, ciao.